Und ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider mit mir von Nür Gameplays als Hobby und wir spielen dieses Spiel auf tödliche Obsession, also auch sehr schwer. Im letzten Teil hatten wir jetzt einen Traum von ihr gespielt, sag ich jetzt mal. Also eine alte Erinnerung. Und jetzt geht's weiter. Den Jaguar, den wir erlegt haben, der hat uns Haut gegeben, wovon sie sich hier was am Lagerfeuer genäht hat. Wo die Zwillinge sich finden, Kuwayaku finden. Das haben wir jetzt angezogen und sind dadurch langsamer zu entdecken für Feinde. Sehr interessant. Dafür habe ich nicht genug Platz. Schon wieder voll. Okay, direkt weiter. Wir hätten ja schon vorher alles durchgeguckt. Vor zwei Teilen. So, weiter geht's. Nochmal umdrehen. Es kann ja immer was sein, dass hinter einer was ist. Hier, genau. Links, rechts, geradeaus. Ich brauche eine Karte. Da ist die Karte. So, laut dem hier müssen wir nach rechts. Wir gehen jetzt... Ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön, dann gehen wir erstmal nach links. Logischerweise den Rest noch einsammeln. Einmal das hier. Und das, was wir da im Hintergrund sehen. Schwarzpulver wieder mit dabei, sehr schön. Eine Videokamera. Das ist eine Kamera der X700-Serie. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren. Wer Dings geguckt hat, Tomb Raider 2013 weiß, wer Sam ist. Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden. Vielleicht ein Pfeil? Stein? Irgendwie sowas? Schade, dass man nicht reingucken kann, ob was da für, ob da noch Video drin ist. Naja. So, wo haben wir denn noch etwas? Hier unten links. Das Herausforderungsgrab auf jeden Fall noch. Hier unten links, dass ich hier was vergessen habe. Unfassbar. Da oben? Ach ja. Na toll. Warum habe ich das übersehen? Was haben wir denn hier? Ein Sextant. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem astronomischen Objekt und dem Horizont zu messen. Da ist eine Inschrift. Für meinen Sohn Jack. Mögest du den Horizont nie aus den Augen verlieren. Wo ist denn hier eine Inschrift? Keine Ahnung, ich sehe hier keine Inschrift. Egal. Hauptsache, ich habe eine Inschrift entdeckt. Okay. So, da haben wir hier unten sogar noch zwei Stück. Beziehungsweise wir holen uns erstmal das Überlebensversteck.
So, wo war das? Oh, noch viel weiter. Am Ende des Sees hier eigentlich so gesehen. Da oben wahrscheinlich, ne? Da geht's tatsächlich, geht's ja auch hoch. Hab ich hier nicht nachgeguckt? Ja, tatsächlich nicht. Und noch ein Fertigkeitspunkt, sehr schön. So, noch 9 Stück hier in der Region. Hier haben wir noch zum Beispiel 2. Hier haben wir bestimmt dann auch noch welche Sachen zu finden. Auf dem Hauptweg haben wir noch 1. Was ist denn das da überhaupt? Keine Ahnung. Nee, oder? Ich habe da ein Überlebensgrab vergessen. Na, ich hoffe, ich kann dann Schnellreisen machen. Oder soll ich den ganzen Weg nochmal laufen? Nee, eigentlich nicht. Na gut, ich hoffe, dass wir dann Schnellreisen machen können. So, bevor wir da jetzt reingehen, gehe ich lieber nochmal zum Lager und speichere mal. So, sehr schön. Dann gehen wir mal in dieses Herausforderungsgrab. Was erwartet uns hier drin? Da soll ich wohl rüber. Oder auch nicht. Zumindest ging es da jetzt nicht rüber. Oh, in so einem trüben Gewässer natürlich ist es erst recht Mist. Wenn man keinen Instinkt hat. Um zu gucken kann, okay, da leuchtet was, da ist was drin. Okay. Im Wasser gab es wohl sonst nichts anscheinend. Was haben wir hier? Eine Darstellung von Apuch, Gott des Todes. Eine Darstellung Apuchs, des toten Gottes und Herrschers über Midnal, die 9. und schrecklichste Ebene der Maya-Version der Hölle. Apuch hüllte sich gerne in verwesendes Fleisch, um dann an der Oberfläche Jagd auf die Lebenden zu machen. Der Legende nach konnte man sich nur vor ihm retten, indem man schrie, als würde man unerträgliche Qualen erleiden. Er dachte dann, man würde bereits von einem seiner Helfer gefoltert und ließ einen in Ruhe. Wie passend, dass sein Botendämon eine Kreischeule namens Muan war. Interessant. Ja, da kann man nur hoffen, dass man von denen nicht besucht wird. Achso, hier geht's hoch. Ich will mich erstmal umgucken. Okay, hab ich umgeguckt. Okay. Fest. Alles voll. Fett ist voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Okay. Wie darf man das verstehen? Ein Lager. Wir haben jetzt schon so viele Lager gefunden und wir können immer noch keine Schnellreisen machen. Oh doch, jetzt geht's. Da sagt man das einmal und dann sowas. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So. Jetzt kann ich aber das Fett auch wieder mitnehmen. Sehr schön. Benutzen Sie Fett, um Waffenupgrades in Basislagern herzustellen. Können wir da mal mittlerweile irgendwas machen, aber nein, wahrscheinlich nicht. Nö. Ach, weißt du was? Ich brauche ja mal langsam mal wieder Platz für... für gewisse Bögen. Achso, E ist Upgrade. Waffenupgrades. Upgrades verbessern, Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, bla bla bla. Kennt man. Wir müssen auch mal wieder neue Sachen sammeln können, deswegen. Haltezeit ist nicht gerade groß. So, und welcher ist da davon jetzt besser? Den habe ich jetzt ausgerüstet. Gut, der hat ein ganz klein wenig Schaden mehr, aber dafür ist der hier schneller beim Ziehen jetzt, als lassen wir den jetzt mal an. So, jetzt haben wir ja ein bisschen was hergegeben, oder? Das kann ja, das könnte ja auch reichen. So, damit haben wir doch auch mal Sachen hergestellt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, es gibt jetzt auch ein Dings. Dreh dich mal um, genau. Na, sieht auch ganz nett aus, oder? Ja, wir lassen jetzt mal das hier. Sehr schön. Oh, schon 13 Minuten schon wieder dabei. Unfassbar. Jetzt kann man wieder Platz Sachen zu sammeln, auf jeden Fall. Okay. Wo geht denn das Seil hin? Wisst ihr was? Ich habe schon lange keine Herausforderungsgegenstände mehr gesehen irgendwo. Nicht, dass ich die einfach nur nicht sehe und dadurch nicht habe. Ah, antiker Mülleimer. Was ist das denn? Nichts. Tja, mein Kater wird so gern aus dem Fenster gehen. Also rausgehen. Aber das Fenster ist zu. Er kann nicht aufs Dach. Oh, es kann nur hier rausgehen. Vielleicht an der Wand? Ja, okay. Hier haben wir wieder so eine Art Wandmalerei. Prozent, jawoll! Blick des Richters, da steht in einer Prüfung. Wer eines Verbrechens beschuldigt wird, wird hierher gebracht, auf dass er unter den wachsamen Augen der Götter, den einzigen unfehlbaren Richtern, kämpfe.
Wer sich als unschuldig erweist, kann gehen. Doch die Schuldigen werden getötet und nach Xibalba gestoßen. Okay. Konnte man sich sogar noch wehren gegen die Götter. Monolithen freigeschaltet. Yeah. Mittlere Marm-Monolithen. Erstaunlich. Ist das ein Pocketog-Feld? Ein Pocketog-Feld? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt wüsste, was es ist. Barriere aufbrechen. Wo geht's hier hin? Ich denke, da geht's raus. Ach so. Ja, raus war man nicht. Noch nicht zumindest. Ein Bericht über ein Urteil. Und in jenem Moment, als die Götter zufrieden waren, weil Metnal seine Frau nicht getötet hatte, landete ein Pelikan zu Füßen des Beschuldigten. Alle Anwesenden verstummten. Dies war ein Meeresvogel, der noch nie so weit im Landesinneren gesehen wurde. Die Vertreter der Götter beschlossen abzuwarten, was der Vogel tun würde. Er umkreiste Metnal, schlug mit seinen Flügeln und quakte leise, ehe er seinen Schnabel öffnete und einen halbgefressenen Fisch vor Metnals Füße warf. Dies war für alle ein Zeichen von Metnals Schuld und er wurde hingerichtet. Oh Mann, was ein Glück. Oder Pech. Da wirst du gerade freigesprochen, dann kommt irgend so ein komischer Vogel von sehr, sehr weit her, kotzt dir einen halben Fisch vor die Füße und spricht dich damit schuldig. Was? Mein Kater will schon wieder Aufmerksamkeit. Wie schon die ganze Zeit. So. Okay, wie bin ich denn da aufgekommen? Boah, hier geht's immer so viel zu gucken, ey. Mit Überlebensinstinkt geht das Ganze wirklich schneller. Da drückst du einmal drauf, guckst einmal um dich herum, wenn du nichts leuchten siehst, okay, weißt du, es gibt nichts zu sammeln. Und wenn was leuchtet, dann sammelt man es halt. Aber das war's dann. Bisschen meinen Kater streichen. Irgendwie kam er ja doch nicht anders. Wir sind jetzt schon wieder. Spiel mal ein bisschen. Genau. Mach weiter. Der kann ja auch mal alleine spielen. Mach ich ja auch. So, gibt's hier hinten irgendetwas? Okay, hier hinten scheint es wohl nichts zu geben. Bitte was? Ich stehe doch direkt daneben. Geht doch.
gut, dann müssen wir jetzt nur noch da hoch. Wie kommt man nochmal da hoch? Aha. So, wir sind schon bei 21 Minuten. Ich werde jetzt aber trotzdem hier noch den Tempel hier zumindest fertig machen. Fuck you. Weil ich jetzt mittendrin einmal von meiner Freundin abgelenkt wurde. Oder war es im vorherigen Teil? Eine Seite aus Jack Fassfield Expeditions Tagebuch. 23. Mai. Inzwischen ist mehr als ein Monat vergangen, seit sich unsere Expedition in Chuyaba auf den Weg machte. Wir haben unseren Proviant bisher wie geplant rationiert und sind weiterhin guter Dinge. Wenn wir zu Fuß unterwegs sind, merkt mein Vater sein Alter an. Rawley sieht sich immer wieder um, um sich zu vergewissern, dass wir noch Schritt halten können. Vater begegnet seinem Blick dann jedes Mal mit einem Lächeln und sagt, schon bald würde er die Führung übernehmen. Hm. War wohl nix. So, hier gibt es sonst wohl nichts mehr. Na denn. Scheiße, das ist alles. Immerhin ein kleiner Fortschritt. Der Fortschritt reicht ja schon mal, damit wir weiterkommen. Tolle Technik, ich frage mich, wie die funktioniert. So. Dankeschön. So, und das letzte. Juhu. Da. Hoffentlich ist die Leiter stabiler, als sie aussieht. Wollen wir es hoffen. Ich würde sagen, wir werden es gleich merken. Ab nach Orbe. Wie es aussieht, ist es stabil. Na toll. Ich mag sowas überhaupt nicht. Okay. Hat aber gereicht, selbst ohne die Axt zu schwingen. Da haben wir es doch. Was kriegen wir? Herz des Kahn. Gesundheit regeneriert schneller. Sammelobjekt in aktueller Region 40 von 44. Blick des Richters haben wir abgeschlossen. Schön. Wir kommen richtig gut voran. So, das heißt, wir haben das Herausforderungsgrab geschafft. Hier kann ich jetzt beenden. Wir sind bei 24 Minuten. Und ja, also wir kommen wirklich Stück für Stück immer mehr voran. Wir finden so langsam alles. Uns fehlen noch 4 Sachen. 3 weiß ich noch auf jeden Fall. Das letzte weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mal gucken, ob wir das nachher herausfinden und finden. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns heute beim nächsten Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession oder Obsession, wie auch immer. Auf sehr schwer, auf Deutsch auf jeden Fall. Mit mir von New York Gameplays als Hobby. Ja, also viel Spaß noch auf YouTube, auf meiner Kanalseite und auch überall sonst. Bis später. Also bis zum nächsten Teil oder woanders ein Let's Play von mir. Tschüss.